das Leben geschieht. Was heißt das? Das heißt, zunächst einmal sage ich, was es nicht heißt. Es heißt nicht, ich muss mein Leben machen. Es heißt das Gegenteil davon, ich muss mich anstrengen, dass mein Leben gelingt. Es ist, in gewisser Weise ist dieser Satz ein Gegenprogramm, obwohl es nicht gegen irgendwas geht. Aber in der Aussage steckt schon so etwas wie ein Gegenentwurf zu dem, was wir heute üblicherweise glauben. Was wir üblicherweise glauben, ist, dass wir uns selber gestalten und selber entwerfen müssen. Dass wir etwas aus uns machen müssen. Dass wir etwas aus unseren Beziehungen machen müssen, dass wir eine gute, eine richtige Beziehung führen müssen und dass man dazu die richtigen Fähigkeiten erwerben muss, um das alles gut zu machen. Wir glauben auch, wir müssen unserem Leben einen Sinn geben. Das alles müssen wir tun und wir müssen uns dafür anstrengen. Wir glauben auch, wir müssen aufpassen, dass nichts schief geht, dass wir alles richtig machen. Zum Beispiel, dass wir den richtigen Partner finden, wenn wir noch jung sind. Oder dass wir die richtigen beruflichen Entscheidungen treffen. Überhaupt glauben wir, wir müssen uns ständig entscheiden. Und wir müssen uns ständig entscheiden zwischen richtig und falsch. Wenn wir auf das Leben schauen, und wenn wir wirklich offen hinschauen, dann kommen wir nicht umhin zu sehen, dass alles von selbst aus einer autonomen Bewegung des Lebens heraus geschieht. Ich merke jetzt, wie alt ich bin, wenn ich über Jahreszahlen rede. Ja. Als ich vor fast 50 Jahren meiner Frau begegnet bin, da habe ich das nicht gemacht. Das mag nicht immer die erste Begegnung mit jemandem sein. Es kann auch sein, dass man jemanden kennt und man kennt ihn schon länger und geht mit dem ein Bier trinken oder was oder trifft ihn hier und da mal und plötzlich macht es so und es ist was anderes. Und solche Dinge machen wir nicht. Diese Dinge geschehen. Und das beginnt schon, bevor wir geboren werden. Dass du der Mensch bist, die Person bist, die hier sitzt, das hat sich entschieden, lange bevor du angefangen hast, dich selber kennenzulernen. Bevor du wusstest, wie du heißt. Bevor du wusstest, ob du Männlein oder Weiblein bist. Bevor du deine Mutter gekannt hast. Schon vorher. In dem Moment,
wo die männliche und die weibliche Zeile zusammenkommen und sich vereinigen und sich im Mutterleib einnisten, in dem Moment war der Mensch, der du heute bist, schon komplett fertig. Er war noch eingeschlossen, so wie ich meine Faust zumachen kann. Man konnte noch nicht die Ohren sehen, noch nicht den Kopf und noch nicht die Beine und so weiter. Das hat sich dann nach und nach sozusagen entwickelt. Das Wort Entwicklung, entwickeln ist sehr schön. Ja? Es hat sich etwas, was eingewickelt war, entwickelt. Aber deine Ohren waren damals schon in deinen Zellen so angelegt, wie sie heute sind. Das sind sehr wesentliche Dinge, die den späteren Lebensweg entscheiden, ob du in Nairobi in einer Blechhütte geboren wirst oder ob du hier in der Eifel in einem schönen Einfamilienhaus oder in einem guten Krankenhaus zur Welt kommst. Ob deine Eltern da sind, ob sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich um dich zu kümmern und all diese Dinge, das hat alles nichts mit unseren Entscheidungen zu tun. Aber sie entscheiden sehr viel darüber, wohin du dich entwickeln kannst. Ich rede hier keinem Determinismus das Wort, in dem Sinne, dass ich sage, es steht alles fest. Es steht gar nichts fest. Die Zukunft ist jederzeit offen. Determinismus hieße was anderes. Determinismus hieße, es ist festgelegt, beispielsweise in dem Sonnenblumenkern, das Schicksal der Sonnenblume. Das ist nicht festgelegt. Ja? Der Kern, der kann rausfallen, der kann verdorren, der kann Sonnenblumenkerne isst man gerne, ja? Der kann gesammelt werden und kann uns zur Nahrung dienen und da wird nie eine Sonnenblume draus und andere wachsen zu schönen Blumen daraus. So ist es auch mit uns. Ja? Wir können sterben, bevor wir geboren sind und so weiter. Das ist nicht in dem Kern mit angelegt. Aber wir können niemand anders sein. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige und, wenn man sich wirklich darauf einlässt, eine unglaublich entspannende Botschaft. Es ist natürlich nicht immer angenehm, diese Botschaft, denn wir haben von vielen Leuten gehört, dass wir besser sein sollen oder dass wir nicht richtig sind, dass wir zu klug, zu schlau sind oder zu dumm sind, zu wild sind oder zu zahm sind, uns zu viel oder zu wenig bewegen. Ich könnte tausende Dinge aufzählen, was man alles sozusagen in sich aufnimmt. Nun hat der Mensch etwas Besonderes, was die Blume nicht hat. Die Blume weiß nichts von sich selber. Gehe ich mal von aus. Sie weiß nicht, dass sie eine Sonnenblume ist. Sie weiß nicht, dass sie stirbt. Die ist ja schon tot, ja. Die hat man ja schon geköpft. Sie existiert einfach. Wir Menschen haben das Privileg und auch das Problem, dass wir wissen, dass wir existieren. Dass wir wissen, wir sind. Jeder weiß, ich bin. Dass wir ein Bewusstsein von uns selbst haben. Dass wir auch ein Bewusstsein unserer Geschichte haben. Dass wir uns erinnern, dass wir wissen, ich war mal ein Kind und das sind meine Eltern und das sind meine Geschwister und auch zum anderen Ende hin, wir wissen auch, dass wir sterben. Auch wenn wir es nicht wissen wollen.
Aber wir wissen, dass wir sterben. Und das ist auch ein Geschehen. Und weil wir das wissen, fangen wir an, darüber nachzudenken, wie wir das denn richtig machen mit dem Leben. Und ob wir richtig sind. Das unterscheidet uns. Und das ist das Thema oder das Grundthema unserer Arbeit und für mich ist es auch das Grundthema der Psychologie überhaupt. Mit welchem Bewusstsein treten wir uns selbst gegenüber? Treten wir uns mit dem Bewusstsein gegenüber, zum Beispiel wie es heute üblich ist, dass wir uns gestalten müssen und dass wir so und so sein müssen? Malte hat das heute Morgen dann, oder heute Morgen hat das eben gesagt, so die moderne psychologische Formel heißt, du musst du selbst sein. Und dafür muss man sich anstrengen, weil man nicht weiß, was das ist, ich selbst sein. Ja. Ich würde sagen, du selbst sein heißt einfach, dich in dich, so wie du bist, hineinfallen lassen. Das Selbst können wir nicht definieren. Und zwar genau deswegen, weil wir ein Ausdruck des Lebens sind. Wir sind immer in Bewegung. Das Leben in uns ist immer in Bewegung. Und wenn ich mich in mich selbst, so wie ich bin, hineinfallen lasse, und zwar jetzt, dann folge ich im Grunde dieser Bewegung des Lebens. Und dann komme ich mit der inneren Kraft in Berührung, die mich hat entstehen lassen. Denn es ist nicht mein Vater und auch nicht meine Mutter, die mich haben entstehen lassen, sondern sie sind auch nichts anderes als nur Instrumente dieser Kraft, die wir Leben nennen. Und dieser Bewegung, die sich in unserem Leben ausdrückt. Ich kann also dem Leben in dem Bewusstsein begegnen, dass ich ein Ausdruck des Lebens bin, so wie alle anderen Lebewesen, Menschen, Pflanzen, Tiere auch. Dass wir alle ein jeweils verschiedener Ausdruck des Lebens sind, der sich so gestaltet hat, wie er nun mal ist. Und dann kann ich mich in dem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, auf mich selbst und auf das Leben selbst einlassen und in diesen offenen Raum, es ist nichts Fixes, in diesen offenen Raum hineinfallen lassen. Oder ich kann glauben, ich muss mein Leben kontrollieren. Ich muss alles richtig machen. Und vielleicht könnt ihr nachspüren, was mehr Stress bedeutet und was anstrengender ist. Es gibt noch ein kleines Beispiel, was ich gerne erwähne, wenn ich sage, das Leben geschieht und merke, sehe die skeptischen Mienen und merke, kann man das glauben oder was? Ich muss doch was tun und sonst passiert ja gar nichts. Ihr alle habt in der letzten Nacht geschlafen. Und ihr habt nichts kontrolliert. Und ihr seid immer noch da. Und es ist eine Menge geschehen. Ihr seid zum Beispiel heute Morgen aufgewacht.
Und das ist von selbst geschehen. Ich meine, man kann sich einen Wecker stellen, ja, aber auch wenn man keinen Wecker stellt, wacht man auf. Ja. Wenn man nicht aufwacht, ist man tot. Aber solange man nicht tot ist, solange das Leben in einem geschieht, geschieht es eben und du machst es nicht. Im Gegenteil. Wenn du anfängst, deine Atmung kontrollieren zu wollen, dann kommst du in verdammt viel Stress. Unser Glaube an das Machen, an das sich entscheiden müssen, an das Leben kontrollieren müssen, das Leben im Griff haben müssen, wissen müssen, wo es hingeht und dann auch eben, wie gesagt, die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Das ist ein modernes Märchen. Und dieses Märchen durchschauen wir nicht oder sehr schwer, weil wir in einem Feld uns bewegen, in einem geistigen Feld uns bewegen, das uns von allen Seiten dieses Märchen einflüstert. Vom Kindergarten an. Und in jedem Film und in jedem Roman und in jedem Zeitungsbericht, den wir lesen und in jedem Gespräch wird uns das sozusagen vermittelt, sodass es für uns wie das Selbstverständlichste von der Welt erscheint. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das ein Phänomen der Moderne ist. Ein Phänomen, das vielleicht 100, vielleicht, wenn wir weiter zurück, vielleicht auch 200 Jahre in einigen Kreisen alt ist. Und dass es in der Menschheitsgeschichte vorher so gut wie nicht gegeben hat. Hier und da bei einigen Leuten vielleicht. Natürlich hat das auch eine gewisse Wirklichkeit, weil wir leben in dieser Welt. Und in dieser Welt gilt es auch zum Beispiel, Entscheidungen zu treffen. Aber es ist immer noch die Frage, muss ich die Entscheidung treffen und tue ich das wirklich? Oder wird die Entscheidung getroffen? Wenn wir der Gehirnforschung folgen, dann können wir dort feststellen, oder dann ist es klar, die Hirnforschung hat relativ deutlich festgestellt, dass man nachweisen kann, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt Bruchteile, wie viel ist das, 2 Sekunden oder was? Bevor wir glauben, eine Wahl oder eine Entscheidung getroffen zu haben, das hat man in Experimenten festgestellt, kann man auf dem MRT oder mit welchen Mitteln man das immer macht, kann man feststellen, dass die entsprechende Gehirnregion, wo die Entscheidung angeblich getroffen wird, dass die eine Sekunde früher die Aktivität dort gewesen ist und dass dort die Entscheidung quasi getroffen worden ist. Das ist ein Ergebnis aus der Hirnforschung. Nun kenne ich mich auf diesen Gebieten nicht besonders gut aus. Ich gehe es mehr von der phänomenologischen Seite her an und bringe jetzt nochmal dieses Beispiel von einem jungen Mann, der eine junge Frau trifft, ihr in die Augen schaut und merkt, oh, mit der ist irgendwas anders als vorher. Die Entscheidung trifft weder er noch sie, sondern wir vollziehen nur etwas. Und natürlich strampeln wir manchmal dagegen, weil wir denken, oh, das ändert jetzt mein Leben oder sowas, soll ich mich darauf einlassen? Aber ich erinnere mich zum Beispiel in einen anderen Fall. Ich habe mit Anfang 30 meine Berufslaufbahn als Wissenschaftler an der Universität aufgegeben,
Ich habe etwa 4 Jahre gebraucht, bis mir klar war, dass ich das zu tun habe. Aber ich habe schon die ganze Zeit gewusst, dass es zu Ende ist. Ich brauchte die 4 Jahre nur dazu, um mich daran zu gewöhnen, dass diese Entscheidung schon getroffen war. Und um dann zu sagen, ich habe mich jetzt entschieden. Aber es war schon so. Und vielleicht schaut ihr mal nach in eurem eigenen Leben. Es gibt eine Fülle von Ereignissen, die einfach eingetreten sind. Und damit meine ich noch nicht mal, aber das gehört natürlich auch dazu, da meine ich noch nicht mal solche Dinge wie eine Krankheit oder ein Todesfall, ein plötzlicher Todesfall, ein Unfall oder irgend so etwas. Das sind ja auch Dinge, die geschehen. Aber diese Dinge, die nehmen wir sozusagen wahr als etwas, was ungeplanterweise geschieht und eigentlich nicht geschehen sollte. Eben ein Unfall. War nicht in meinem Lebensplan drin. Ich behaupte mal ganz frech, es war wahrscheinlich bei keinem Einzelnen von euch in seinem Lebensplan drin, dass er in solchen Seminaren hier sitzt. Jedenfalls nicht in dem bewussten Lebensplan. Was euch hierhin geführt hat, waren sogenannte Unfälle. Ja? Irgendwelche Dinge, wo die Dinge durcheinander gekommen sind. Oder um mit Leonard Cohen zu sprechen, den ich heute Morgen zitiert habe. Ja? Oder heute Morgen, ich bin schon völlig weg. Ja? Es ist ein Riss in allen Dingen und da kommt das Licht hinein. Ja? Und irgendwo hat es einen Riss gegeben. Der Riss kann Krankheit heißen, der Riss kann dieses, also, da gibt es viele Namen für. Ja? Der kann Überforderung, der kann dies oder jenes heißen. Es war ein Riss da und plötzlich machst du was anderes. Und dein Leben geht in eine vollkommen andere Richtung. Das ist alles nicht in Lebensplan oder sowas drin. Und in dem ganzen Ansatz, den wir hier verfolgen, geht es darum, dass wir versuchen, sozusagen uns ein bisschen tiefer in den sich von selbst vollziehenden Prozess des Lebens einzutauchen und uns diese Vorstellung und auch ein Stück von dieser Vorstellung wegzugehen, dass wir diesen Prozess machen. An diesem Punkt ist für mich dann auch der Schnittpunkt zu dem Thema Spiritualität. Für mich geht es da nicht um irgendwelche geistigen Systeme oder um irgendetwas, was vom normalen alltäglichen Leben abgehoben ist. Es geht nicht darum, irgendwelche Vorstellungen darüber zu entwickeln, zum Beispiel, wo es nach dem Leben hingeht oder wo wir herkommen oder sowas. Das sind alles nur Spekulationen, sondern für mich geht es darum, mit der inneren Bewegung des Lebens, und das ist ein geistiger Prozess, mit dieser inneren Bewegung in Kontakt zu kommen und damit in Kontakt mit dem Leben selbst zu kommen. So, und das werden wir versuchen, in dieser Woche mit euch zu vertiefen, und zwar nicht nur und nicht in erster Linie theoretisch zu vertiefen, sondern anhand von ganz praktischen Lebensfragen, die natürlich auftauchen, anhand von ganz praktischen Lebensfragen dem nachzugehen
Und dieser Satz, das Leben geschieht, ist dabei sozusagen die Grundhaltung, aus der heraus wir arbeiten. Das heißt, wir schauen auch auf Probleme oder Krankheiten oder was immer es ist, schauen wir aus der Perspektive, dass wir fragen, was geschieht da gerade? Wir schauen nie und ja, ich lasse es mal dabei stehen. Und wir schauen nicht aus der Perspektive, was muss ich jetzt machen, damit das weggeht? Oder was muss ich jetzt machen, damit das anders wird? Überhaupt nicht. Letztendlich ist die Arbeit, die ich hier vorstelle, eine Arbeit des Nichttuns. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was geschieht, immer richtig ist. Auch wenn ich es oft nicht begreife, auch wenn es mir manchmal alle Konzepte durcheinander bringt, auch wenn es mir manchmal wehtut persönlich oder wenn ich auf die Welt schaue und sehe, was in der Welt geschieht, wenn ich vielleicht daran verzweifeln könnte. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das, was geschieht, in dem Sinne richtig ist, nicht in dem Sinne von richtig und falsch, den wir immer im Kopf haben, sondern in dem Sinne richtig ist, dass es im wahrsten Sinne des Wortes alternativlos ist. Das ist das, weil es das ist, was geschieht. Und es gibt nichts anderes. Alles andere gibt es nur in der Fantasie.